Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Hey Leute, heute spielen wir jetzt das Minecraft Battle und zwar wieder im Solo-Modus, Leute, ja. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich kurz mal sagen, ihr könnt auch gerne auf Twitch folgen. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen und ja. Aber ich würde sagen, reden jetzt nicht mehr so lange, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, man, richtig nice, mehr, dass man hier direkt erste Runde eine Map, die ich schon mal nicht mag. Team Grau, okay, gut, geht so. Genau, so, wir bauen jetzt erstmal unser Bett mal ein. Und ihr könnt mir vielleicht in die Kommentare schreiben, vielleicht irgendwie eine neue Taktik, unser Bett irgendwie einzubauen, ja. Weil ja, irgendwie, ja, wird mein Bett so, keine Ahnung, warum irgendwie immer so fixe gepusht. So, auf jeden Fall, wir mal legen da gleich nochmal eine Holzschicht nochmal drauf. Und das wir dann fix zu den Diamanten rüber. Team Rot hat das, denke ich, auch immer vor. Also, wir können jetzt ja Team Rot echt zerpushen, gell? Weil die haben ihr Bett dann noch nicht, oder er hat sein Bett dann noch nicht eingebaut, ja. Da könnte ich auch noch was pushen. Insofern der mich nicht pusht. Oh Gott, ein Schweinchen ist das. Geh weg da. Oh Gott, Leute, ich werde gerade vom Schweinkopf gekillt. Oh nein, das ist nicht gut. Ja, komm. Er muss. Nein! Ja, gut, ich habe sowas schon verkackt. Ja, mein Bett ist auch kaputt. Ja. Okay, die nächste Runde. Genau, die Map. Ja, gut. Habe ich schon meine Meinung gesagt. Ich finde das nicht so ganz prickelnd. Genau, ich vergesse eigentlich immer noch, dass wir den auf Schild haben, ey. Das vergesse ich irgendwie jedes Mal. Gut, wir sind Team Weiß. Gut, ein bisschen Wolle erstmal gekauft, Bett wieder einmal zubauen. So, bitte werden wir jetzt nicht wieder sofort gepusht. Daneben ist blau. Gibt es einen blauen? Weil der irgendwie noch nicht ist. So, wir bauen uns aber erstmal zum Diamant-Spawner hoch. Und dann werden wir erstmal unser Bett mal wieder mit Holz mal zubauen. Oder vielleicht nochmal mit Endstein. Genau. Und nochmal an alle, die sich fragen, warum ich jetzt, meine letzten Videos nur mit mir waren, also alleine waren und ja nicht mit jemand anderen. Es lag nämlich daran, weil die meisten nämlich ja mehr schulische Probleme haben, sag ich mal, also mehr für Tests lernen müssen und so, ja. Genau, und deshalb können die jetzt erstmal nicht, ja. Aber vielleicht können die wieder nächste Woche. Genau, also wir brauchen noch ein Gold. Danach haben wir unser Bett vollkommen mit Holz zugebaut. Komm, bitte gewinne ich jetzt nur einmal. Ich möchte mal einmal gewinnen. Bett auf Solo. Okay, das Team Pink. Okay. Wir machen erstmal wieder unser Graffiti, unser Magen. Ja, Mann, das gönnt uns erstmal ein bisschen Schärfe erstmal hier, falls ein Gegner kommt. Als nächstes würde ich mal Rüstung machen und vielleicht doch den Ofen. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz kaufen. Und dann ja noch Endstein wollten wir auch noch haben für unser Bett. Oh ja, komm, also die Runde, die kann doch bitte nur gut werden. Endstein. Oh, hatte gar so teuer. Ja, moin. Ja, ich glaube, das kann ein bisschen dauern, ich das Ding habe. Okay, Team Grau ist auch schon raus. Team Pink, dein Bett ist auch schon weg. Okay, Leute, das könnten wir echt vielleicht noch gewinnen, wenn ich mich nicht dumm anstellen würde. Ja, was ja bei mir richtig schwierig irgendwie ist. Komm, nur noch ein Eisen hier, ich brauche einen Stein. Ich denke mal, wir werden vielleicht Ofen-Upgrade einfach mal. Weil es dauert eben irgendwie so lange, erst ein paar Materialien zu spawnen. Und ich denke mal, Ofen-Upgrades auf 1 ist, denke ich mal, gar nicht mal so, ja, schlecht. Ja, Mann, da ist auch keiner hier. Da ist ja auch noch niemand versucht, hier rüber zu bauen. Tschüss. Ja, was? Leute, Digga, lass dich zu. Digga, Hacker. Jo, Digga. Hypixel, Aqua ist wieder ein Lagerfeuer. Gott, das qualmt aber richtig, ne? Digga, Leute, entweder. Digga, das kann nur wieder Hypixel sein. Aber guck mal, wir haben jetzt endlich mal ein Team. Digga, ich hab gerade das erste Mal ein Team eliminiert. Komplett weg, ja? Digga, das ist sowas von nice erstmal hier. So, Rüstung und Ofen. Wir können uns alle beides kaufen. Rüstung und Ofen einfach mal. So, gucken wir uns, was richtig Schöne was gebracht hat. So, wir kaufen uns jetzt noch ein bisschen Rüstung einmal hier. Als nächstes können wir uns dann ein Schwert kaufen. Und ja, das mit dem Material, das geht auf jeden Fall schon mal deutlich irgendwie schneller hier. Ja. Gut, damit wird das Bett auch komplett mit Endstein zugebaut. Jetzt will ich sagen, kommt nochmal eine Wollschicht nochmal einmal oben drüber. Und es sind nur noch wir, Türkis und Grün. Und noch halt von den anderen beiden Teams halt nur noch einer. Leute, denkt ihr, das könnten wir noch irgendwie gewinnen? Weil ich bezweifle es irgendwie, dass ich dann halt irgendwie zu blöd dafür bin, um irgendwie sein Bett abzubauen oder so. Aber dennoch gebe ich jetzt Hoffnung noch nicht auf. Ich ja, hoffe mal, dass ich einmal so gewinne. Weil dann wäre das mein erster Sieg mal so ein Solo. Und ja, ne, hier können wir nicht spawnen. Okay, wir machen das einmal so, damit man das Endstein hier nicht so sehr sieht. Ich hoffe mal, dass das... Ja, nein! Oh, ja, Mann. Digga, bin ich echt zu blöd, um hier so eine Kurve zu springen? Ich glaube schon, ich bin da... gut, ich meine, ich bin nur ein Keks, ja. Ich habe einen Krümelkopf, ja. Und vielleicht noch ein bisschen Zuckerguss, denn das war's. Ja, das geht wirklich fast. Nein, ich habe mein Gold verloren. Don Mist. Mein schönes Gold. Das hätte ich. Ich könnte mir jetzt ein Schwert kaufen, hätte ich das Gold nicht gerade eben verloren. Komm, gleich kommt der nächste Diamant. Von da ist auch noch keiner. Ja, gut. Wieder 4, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal. Ja. Ofen oder wie kann man irgendwie sagen würde, Forge. Gut. Ofen hier plus 100% mehr.
bitte ist das ja spürbar. Naja, es geht so. So, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Schwerte mal gönnen, wie viel Eisen ist das Ganze. Wir holen uns jetzt kurz mal einen Feuerball. Zuerst gehen wir dann erstmal noch zum gegnerischen Team mal rüber, also zu Team Pink. Holen davon jetzt erstmal noch Materialien und Leute. Dann geht's ab, ja. So, wir werden dann, welches Team ist am nächsten? Team Grün oder Team Türkise und... Oh, Mist. Mein Eisenschwert ist jetzt weg. Ach komm, ey. Ist da nochmal 4 drin in den 3? Oha, Digga, noch perfekt. Junge, es kann doch nicht sein, dass ich der einzigste Mensch bin. Ich weiß, der einzigste Keks bin, der dem sowas mir passiert. So, da hinten ist auf jeden Fall Team Grün oder so. Bon, auf jeden Fall Smaragde, ja. Ah, da fallen vielleicht auch die Team Gelb. Nee, doch, das ist ein Grüner und ein, was weiß ich, was es da noch ist. Okay, Digga, ich glaube, Team Türkis will uns irgendwie pushen. So, was haben wir denn hier so? Oha. Digga, da haben wir ja sau viel. Gut. Da gehen wir jetzt erstmal wieder zurück, Leute. Gucken, dass wir uns dann irgendwie mal in die Mitte bauen, um einen wunderschönen Smaragd noch zu holen. Ja, warte mal, die pinken Wolle brauche ich eigentlich ja nicht mehr. So, was könnten wir jetzt denn verbessern? Wir könnten mal das Smaragd hier bei uns spawnen, ne? Wie viel kostet das? 6. Okay, warte mal, da würde ich dann ersparen und so einfach hier nochmal, ne? So, was können wir so schönes kaufen? Also erstmal das, kannst du hier nochmal irgendwas Tolles noch so mit Gold kaufen. Ein Bogen, ich weiß nicht, ein Bogen. Also auf jeden Fall erstmal ein bisschen Werkzeug können wir so kaufen. Damit wir auch mal ein Bett abbauen können. So, damit denn jetzt auch coole Diamantdinger. Ist doch einfach nur nice, oder Leute? Ich weiß nicht, wie findet ihr das hier? Okay, gut, da baut sich noch nicht zu uns rüber. Hä, lebt das Team noch? Ach ja, da! Ah! Okay, gut. Jetzt will er mich hier pushen. Ich da aber nicht hin. Ja, weil er eh in den Tod springt. Boah, ich bin gerade so froh, dass er so in den Tod viel, ja, aus Versehen gesprungen ist, ja. Weil sonst hätte ich nämlich jetzt meinen Feuerball für umsonst weggeschmissen. Okay, gut, das ist. Wo ist der eine blaue? Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Team Grün eliminieren. So, wir holen uns jetzt erstmal das. Und nochmal einmal die Heilung mit dem einen. Genau, so können wir jetzt instant, dass wir den Smaragd erstmal so gegönnt. So, ich würde sagen, kommt nochmal ein Feuerball einmal hier. Genau, und dann geht es jetzt mal zur Mitte. So, ich würde sagen, vom Diamant-Spawner aus einfach mal so in die Mitte bauen. Ja, mal gucken, ob wir es überhaupt so schaffen, ein Team zu eliminieren. Kommt von hier ist auch gut, kommt da oben zu den Smaragd-Spawner. Ich weiß nicht, soll ich mir Obsidian kaufen oder Diamant-Schwert, Digga. Nein! Leute, ey, das ist wohl nicht euer Einsatz, oder? Och, ja, Mann, ey. Wenn man halt nur am Bauen ist, ne? So, wo ist denn der? Ach gut, ich weiß nicht ganz, wo der ist. Okay, unsere Waffen sind nochmal einmal down gegangen. Das ist heute blöd. Aber wir haben ja noch genug Gold erstmal hier. Können wir wieder schön zu Diamant her machen. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder Wollenstack. Und nochmal, Feuerwehr. Digga, das ist ein Schwein. Junge, jetzt packe ich auch noch. Hi, Pixel, bitte nicht. Digga, gar nicht, ich hab ihn. So, jetzt brauchen wir erstmal das und dann Gold abgemacht. Ich werde das machen, meine Truhe, ich mal so sagen. Okay, pass auf, ich nehme jetzt seinen Weg und werde ihn jetzt irgendwie versuchen, höchstpersönliches zu eliminieren. Nein! Hi, Pixel. Hör auf, mich rauszupacken, ja? Jetzt soll uns der Ramo ganz, ganz traurig und ganz, ganz sauer. So, Och, Digga, man kann da nicht drüber. Digga, willst mich ver. Och, Mann. Ja, Mann, von da geht's. Kann man auch nicht bauen. Was ist das denn für eine blöde Map hier? Okay, warte. Den kicken wir jetzt einmal mal so runter. Oder auch nicht. Was macht der, Leute? Okay, er hat sich auf jeden Fall schon mal einen Goldapfel gegönnt. Ich weiß nicht, was er von mir will. Aber er will einen Fight mit mir. Okay, okay, okay. Oh, Digga, nice, Mann. Okay, pass auf. Wenn das jetzt auch gewinnt, ne? Nein, nein. Digga, das Feuer geht nicht mehr weg. Als ob das Feuer jetzt hier auch noch als eigener Block zählt. Digga, ein Pixel. So, da die Diamanten weg, bevor er sie bekommt. Okay, da hinten ist Team Grün, Leute. Ich weiß nicht, ob meine Wolle noch reicht. Meine Wolle muss aber... Okay, wir müssen jetzt so sparsam wie nur möglich sein, Leute, ja? Ich hatte eigentlich nur 14 Blöcke. So. Ja, komm runter hier, du. Okay, okay, pass auf. Nein! Okay, gut, er hat uns... Nein. Oh, aber gut, er ist... Es ist nichts gut, oh Mann, ey. Ja. Ich meine, halt einer nicht mehr weiß, wie man darauf reagieren soll. So, aber wir müssen auch jetzt wieder richtig schön viel hier haben. Das Ding jetzt wieder gönnen. Das hier wieder gönnen. Oder auch nicht gönnen. Oh, komm, bitte, haut das, Digga. Ich... Oh, ja, ich kann... Oh, ja, Hypixel. Digga, ich von der Hypixel, wir stehen zwar echt super, ne? Digga, soll erst runterkommen hier. Komm runter, du. Da komme ich halt hoch. Der hat sich jetzt gerade noch einen Goldapfel an mir gegönnt. Und komm. Nein. Ne, gut. Okay, das war nichts. Leute, ich denke, da baut das uns besser. Wo ist eigentlich noch der eine blaue hin? Der kam Schluss mit er dann noch. Wow. Obwohl, nein. Mist. Das hält dann nicht gegen TNT. Ein bisschen Wolle platzieren. Okay, da ist er. Und ich bug schon wieder. Leute, ich hasse es halt an Hypixel, dass man so rumbuggt, ja? Aber hier ist halt das Bad, was mich noch am besten. So.
Oha, Leute. Wir dürfen jetzt... Ich weiß nicht ganz. Ich weiß es nicht. Was soll ich mir jetzt holen? Soll ich mir eine Enderperle holen? Da habe ich wieder Angst, dass ich auch wieder verkacken tue. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich jetzt die falsche Entscheidung treffe. Und dann alles, ja, umsonst war. Aber Leute, pass auf. Wir holen uns das Ding jetzt einmal hier. Ja, er ist noch nicht hier. Gut, das heißt, wir können uns jetzt einmal zu seiner Base einfach mal so rüber teleportieren. Ich kann keine Blöcke platzieren, danke. Digga, und dann bauen wir uns am Bett aber richtig schön ab. Genau, so werden wir es machen. So, dann muss ich auch nur gucken, dass ich mich aber zu diesem Zeitpunkt teleportiere, wo er mich dann nicht mehr im Blick hat ganz. Oder überhaupt zum richtigen Zeitpunkt. Oh Gott, Digga. Also er musste auf jeden Fall schon mal von seiner Base wechseln. Sollen wir dann safe zwar mein Bett irgendwie noch zerstören? Da hinten ist er. Okay, warte mal. Er hat uns bis jetzt noch nicht gesehen. Wir ducken uns jetzt mal so, damit er uns nicht schön hier sehen kann. Wo ist denn der? Da hinten. Okay, warte mal. Wo ist der? Eine blaue. Hier. Hier, den da angreifen. Oh ja, Digga, er ist weg. Okay, Leute. Jetzt müssen wir zuschlagen. Komm, bitte treffe ich. Bitte. Ja, Leute. Nice, Mann. Ey, Digga, wenn das jetzt gewinnt, dann möchte ich aber schöne Likes sehen. Okay, warte mal. Wisst ihr, was ich jetzt alle mache? Zusammen kaputt, wie sehe ich? Ich kill mich jetzt für extra, Leute, ja? Damit ich wieder sofort an mein Bett spawne. Digga, hast du noch da eine blaue? Leute, komm. Ich habe euch im letzten Video versprochen, dass wir das dann noch gewinnen, ja? Ich möchte mein Versprechen einhalten. Digga, jetzt backe ich wieder erstmal herum. Oh nein. Leute, ich habe gerade so viel Angst. Nein! Leute, er ist da. Er ist unsichtbar und ist da. Und ich backe schon wieder herum. So ein Mist. Okay, warte. Ich tue erst dagegen mal nichts. Ich brauche Schwert. Was? Leute, ich habe gewonnen. Oh Mann, Digga, es ist so laut, dass wir gerade nicht muss weggehen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gewonnen. In dieser Map. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir haben das einfach mal gewonnen. Digga, mein erster Sieg in Solo. Also, Digga, ne, also. Leute, ich bin gerade sowas von happy irgendwie gerade, dass ich das zum ersten Mal im kompletten Leben geschafft habe, ja. Aber gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und dann gerne auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde mir als erstes mal ein Like von, Leute. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mal auf Twitch mal vorbeigucken. Da werde ich ab und an mal einen kleinen Livestream mal so machen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung. Genau. Auf jeden Fall, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.